Ja, der Super 8 Film ist nicht tot. Wie eine Fernsehsendung des Bayerischen Fernsehens aus dem Sommer 2004 beweist, die ich Ihnen jetzt gleich zeigen werde, das Freizeitmagazin. Die Idee der Sendung war, dass es sehr viele Leute gibt, vor allem Jugendliche, die auf dem Speicher oder auf dem Keller vom Opa, vom Papa die Super 8 Kamera entdecken. Und das Schöne ist an dieser Kamera, man steckt Batterien rein, man ersetzt die Batterie des Belichtungsmessers, eine Filmkassette in die Kamera und schon wird man zum Filmer. Ganz unkompliziert und sehr preiswert. Natürlich muss man die Filme zum Entwickeln schicken und natürlich dauert es ein paar Tage, bis die zurückkommen, aber im Prinzip können Sie eigentlich für sehr wenig Geld, von der Kameratechnik her für sehr wenig Geld, die Filme sind teuer, aber Sie können eigentlich sehr schnell zum Filmer werden. Und nun haben wir festgestellt, dass eben sehr viele Leute die Kamera entdecken und diesen Weg gehen. Dann ist der Film belichtet und dann ist natürlich die Frage, wie macht man da weiter? Und eine der Möglichkeiten ist es, so den Film zu transferieren, dass er letztlich auf Video überspielt wird, dass Sie ihn dann dort im Computer bearbeiten können und auf DVD oder Video ausgeben können. Die Idee der Fernsehsendung ist also, das Thema Super 8 Filmen nochmal zu thematisieren und dieses in einer fröhlichen, spaßigen Form. Genießen Sie also die nächsten 25 Minuten mit mir und Max Schmidt in der Sendung Freizeitmagazin des Bayerischen Fernsehens. Viel Spaß! Das bin ich. Der Schmidt-Max. Das, was mein Vater und natürlich viele andere ab 1965 gemacht haben, das entdecken jetzt die Jungen ganz neu für sich. Super 8 Filmen. Die Kameras sind preiswert, die Technik ist einfach und die Bilder sind einzigartig. Mittlerweile Trans-Musikvideos auf Super 8. Es gibt wieder Super 8 Filmwettbewerbe und es gibt wieder Super 8 Filmkurse. Und darum geht es heute im Freizeitmagazin. Aber jetzt zeige ich Ihnen erst einmal was. Und das zeige ich nicht an jedem. Meine erste Burg und mein erstes Bier. Meine erste Hosen und mein erstes Handy. Mein erstes Moped und mein letzter Kindergeburtstag. Mein Vater, der hat ja wirklich alles gefilmt. Aber das mache ich jetzt auch. Videoschule. Hallo. Schmidt, grüß Gott. Grüß Sie, der Josef Veit. Ich hab bei Ihnen angerufen. Ja, genau. Jetzt muss ich aber nur mal kurz fragen, Sie machen schon super 8 Filmkurse. Ja, ja. Ich mache seit 20 Jahren Seminare für Videofilmer, aber mein Herz, das schlagt für super 8. Jetzt kommen wir erst einmal. Denkst du diese leuchtenden Farben, dieses klare, helle Bild, in den Farbflächen selber wieder das Korn, dieses lebendige Bild. Da merkt man richtig, wie das lebt. Das gibt's nur beim Super 8 Film. Wieso ruckelt denn das eigentlich so? Bei Video und Fernsehen haben wir 25 Bilder pro Sekunde. Beim Super 8 Film sind es 18 Bilder pro Sekunde. Das ist also ein bisschen langsamer. Und das gibt diesen speziellen Filmcharme. Das Rad dann von dem Projektor ist also schick gemütlich. Ja, das ist ja das Tolle beim Super 8 Film. Da hat man nicht nur beim Aufnehmen, sondern auch beim Abspulen ein besonderes Erlebnis. Man sitzt gemütlich beieinander und hat gemeinsam diese Atmosphäre des Films. Übrigens, die Zeitschrift Schmalfilm veranstaltet einen Wettbewerb. Da kann man zum Thema Zeit einen Film einsenden und kann sogar was gewinnen dabei, nämlich eine Nomos-Uhr im Wert von 700 Euro oder 1000 Euro im Bar. Ein Wettbewerb? Ja, langsam, langsam. Jetzt fangen wir erst mal an mit der ersten Übung. Diese erste Übung heißt Verfolgung. Und es geht darum, mit der Filmkamera einem bewegten Objekt hinterherzugehen. Das schaut auf Super 8 ganz besonders gut aus, weil es da dieses Ruckeln gibt und das nennen wir Jitter-Effekt.
Es gibt vielleicht schon noch andere Objekte, die sich bewegen. Hä? Es gibt schon noch andere Objekte. Stimmt. Lektion 1. Super 8 Filme gibt es in jedem Fotoverhandel. Der Preis um die 18 Euro. Die Kosten für die Entwicklung sind da schon dabei. So ein paar schöne Verfolgungen haben wir jetzt auf Super 8, auf Schmalfilm. Und die schauen wir uns dann zusammen bei mir wieder an, wenn es von der Entwicklung zurückkommen. Gut. Aber vorher kommt unser erster Beitrag in der Serie Billig und Geheim, die neuen Reiseziele der Deutschen. Junior, behave yourself. Ha, die Ersal. Der Bruder hat ein Teppichgeschäft. Raja. Die hat auch am Arm eine Tätowierung gehabt. Und das ist die... Max, das ist total unscharf. Na, das ist Gisela, die ist sogar sehr scharf. Na, das Beutel ist unscharf. Aber das ist doch Gisela. Deswegen zoomen sie einfach nicht so nah ran, dann gibt's ja keine Probleme mit der Schärfe. Und die Aufnahmen sind auch zum Teil verwackelt. Dafür gibt's ja so ein Steady-Stick-Stabilisierungssystem. Aha. Damit kann man die Kamera wesentlich ruhiger führen. Oder man filmt vom Stativ. Löschen kann ich das ja nimmer. Na, die Aufnahmen sind jetzt auch für die Ewigkeit. Lektion 2. Entwickelte Super 8 Filme sollte man bei Raumtemperatur und am besten im Dunkeln lagern. Neue Filme im Kühlschrank. Und wie schneiden wir jetzt so einen Film? Zum Schneiden braucht man eine Klebepresse. Sowas hier. Da gibt es verschiedene Modelle. Mhm. Und schneiden bedeutet beim Super 8 Film, dass ich das Anfang und das Ende einer Szene zusammenfüge oder den Film erst einmal auseinanderschneide. Man legt nun den ungeschnittenen Film hier ein, und zwar an der Stelle, an der das Szenenende sein soll, und macht hier einen Schnitt. Dann kommt das Ende dieser Szene, die man nicht haben will, und macht dort den zweiten Schnitt. Und nun muss man einfach Anfang und Ende wieder zusammenfügen und mit diesen Klebestreifeln wird der Film dann wieder zusammengeklebt. Es ist aber wesentlich besser, man verzichtet auf das Schneiden, sondern dreht den Film von vornherein gleich so, dass man möglichst nicht schneiden muss. Das heißt, man überlegt sich die Einstellungen vorher, dann fällt das alles weg. Das können wir wunderbar bei unserer nächsten Übung ausprobieren, nämlich bei den Landschaftsaufnahmen. Ja, Max, jetzt haben wir hier eine typische Situation einer schönen Landschaftseinstellung mit viel Kontrast. Hier vorne der Wald, die beiden Türme auch mit einem leichten Schlagschatten. Da kann man mal eine schöne Einstellung drehen. Bitte. Gut, dann mache ich das jetzt einmal. Schärfe ziehen. So, dann. Schön. Und? Gut geworden, ne? Super. Jetzt habe ich aber bei der Wittelsbacher Brücke noch was gesehen. Da müssen wir aber ein bisschen näher hin, weil ist ein bisschen klar. Max, da hilft uns die Technik von der Kamera. Dafür haben wir nämlich hier eine Zoom-Optik drin. Und mit der Zoom-Optik kann ich den Ausschnitt in der Landschaft vergrößern. Ich konnte es also näher herholen, entweder hier über den Ring oder oben über die beiden Schalter. Jetzt schauen Sie mal. Aha. Schau mal durch. Wahnsinn, aber es wackelt halt. Ja, je größer die Brennweite ist, also das heißt, je mehr ich ins Tele gehe, desto unruhiger wird das Bild. Aber dafür haben wir ja ein Stativ dabei. Da bauen wir die Kamera jetzt einfach drauf. Haben wir nicht gesagt, Landschaftsaufnahmen, Herr Schmidt.
Landschaftsaufnahmen, Herr Schmidt. Lektion 3. Ein Tipp zum Filmen. Zeitlupe kommt auf Super 8 besonders gut. Bei Videokameras ruckeln Zeitlupenbilder leicht. Bei Super 8 Kameras nicht. Solche Wasserspiele eignen sich natürlich für Zeitlupe ganz besonders gut. Das schaut richtig toll aus. Dafür hat die Kamera nur einen Schalter. Aha. Was ist jetzt passiert? Jetzt ist der Film durch, die Filmspule ist belichtet. Ja, aber ich habe ja gerade erst angefangen. Ja, mei, 3,5 Minuten sind beim Schmalfilm natürlich schnell durch. Das muss man eben auch bedenken, wenn man den Film einreicht zum Wettbewerb der Zeitschrift Schmalfilm. Da darf der Beitrag ja nur 3 Minuten lang sein. Aha, ja, da müssen wir jetzt einen Film wechseln. Genau. Gut. Bei dem Wettbewerb, da können Sie übrigens auch mitmachen. Sie brauchen bloß einen Super 8-Film zum Thema Zeit bis zum 1.9. dran. Die besten Filme, die zeigen wir dann natürlich im Freizeitmagazin. Passend zum Thema haben wir uns natürlich auch ein paar Gedanken gemacht. Und zwar zu der Zeit, in der wir nicht arbeiten müssen. In der sogenannten Freizeit. Autos und Bewegungen filmen, Herr Schmidt. Autos. Ja. Wissen Sie, ich mache mir gerade einen Schmalfilm Super 8 Kurs beim Herrn Veit. Der muss ja ein bisschen streng sein mit mir. Sie, Herr Veit, jetzt hätte ich aber dann schon mal gerne eine eigene Kamera. Ah ja. Ja, da gibt es ein paar Spezialisten. Einer davon ist der Rinse. Der hat wirklich alles, was man braucht. Und gescheite Preise. Das sind natürlich jetzt die Warenschätze hier, 16 mm, 35 mm. Da ein ganz alter Projektor, tolle Sache. Grüß Gott. Grüß Gott. Was kann ich helfen? Sie brauchen eine Kamera? Ja, ich brauche eine Super 8 Kamera zum Filmen. Ja, kein Problem. Da hätten wir hier eine Bauer. Aha. Das Funktionieren aller automatischen Systeme überprüfen Sie im Sucher mit einem Blick. Grüne Welle heißt unsere Schnappschusseinstellung. Mit ihr werden blitzschnell alle Bedienungshandgriffe eingestellt. Ohnehin sind es nur 3. Entfernung, Brennweite, Gangart oder Filmdurchlaufgeschwindigkeit. Dieses war der erste Streich. Auch den zweiten haben wir gleich. Unser Film läuft noch einmal. Recht schön. Dann hätten wir noch eine Polie. Das ist ein französisches Produkt. Aha, ich meine, das ist ein bayerisches Film. Nein, das ist ein französisches Produkt. Übrigens, das ist die Agfa Family. Ja, das ist eine Kamera, mit der macht man Klick und dann macht man Surr. Klick, das ist für die Einzelbilder. Also Klick, Klick. Im Monitor bleibt das Einzelbild dann stehen, so 5 oder 8 Sekunden, je nachdem, wie lange Sie möchten. Und Surr macht es dann, wenn man richtig bewegliche Bilder haben will, wie das eben beim Film ja so üblich ist. Ne? Ja. Mit dir bin ich fertig, aber wirklich, du. Und dann hätten wir noch ein Nizzo. Das ist auch sehr schön, klein, handlich. Gut. Ich bin mit Anfänger, also. Ja, die kostet so ungefähr 70 Euro. Aha, ja, ja. Das ist ja was, was man sich leisten kann. Okay, ja, würde ich auch sagen. Ja. Und. Dann, glaube ich, weiß die wahrscheinlich. Was brauche ich sonst noch zum Filmen? Eigentlich nur noch einen Projektor. Nehmen wir weiter an, Sie wollen Ihren Film nicht nur sich selbst vorführen, sondern auch Freunden. Und die sollen davon ganz genauso begeistert sein. Dann dürfen Sie nur eines nicht, irgendeinen Projektor benutzen. Denn Filmprojektoren sind schließlich Maschinen zur Vorführung von Filmen. Selbstverständlich. Bauer T600 Stereo Sound. Aha, und was kostet? Und der liegt so bei 200 Euro. Das sind dann die da drüben, glaube ich. Das sind da drüben, ja. Aha, gut. Dann kostet also Kamera
Und der Projektor miteinander ungefähr 270 Euro. So schaut's aus. Dann habe ich die komplette Ausrüstung. So schaut's aus. Lektion 4. Achtung, Achtung! Auf den Ton können Sie bei Super 8 Kameras verzichten, da es keine Tonfilme mehr gibt. Dafür sollte die Kamera Einzelbild, Zeitlupe und Zeitraffer haben. Meine erste Super 8 Kamera. Na, klasse. Da können Sie jetzt gleich den ersten Film drehen, den Sie dann beim Wettbewerb der Zeitschrift Schmalfilm einreichen. Länge maximal 3 Minuten. Aha. Da können Sie übrigens auch mitmachen. Die besten Filme, die zeigen wir dann natürlich im Freizeitmagazin. Wenn Sie mehr zu dem Thema wissen wollen, dann schauen Sie doch einfach einmal in der Zeitschrift Schmalfilm nach oder unter www.schmalfilm.de. Aber Max, ganz wichtig, Trotinger bitte, wie Sie filmen und vor allem, was Sie filmen. Ich mache gerade einen Super 8. Ich mache also einen Kurs. Ich bin eigentlich auch schon fertig für heute. Ich glaube, dass ich jetzt auch was trinken muss. Foxy Lady. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß mit dieser Sendung. Übrigens, das gesamte Material, das Sie hier als Super 8 Abtastung gesehen haben, ist mit unserem System Quick Vision abgetastet worden. Und für dieses Quick Vision haben Sie auf der DVD hier ein eigenes Kapitel und können sich den Aufbau und die Anwendung anschauen. Wenn Sie Fragen dazu haben, helfen wir Ihnen gerne. Und gucken Sie auch ins Internet unter www.videoschule.de, denn über Super 8 Filmen und natürlich über die Videobearbeitung gibt es eben auch ein reichhaltiges Seminarangebot. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.